Hallo Mark. Ist was passiert? Gibt's was Wichtiges? Nein, nein, nichts Besonderes. Wie geht's den Jungs? Kann ich Sie sprechen? David, Sascha! Papa! Hey Papa, hier ist Sascha. Na, mein Großer, alles okay? Onkel Bert schenkt David ein Spider-Man-Kostüm. Ja, prima. Gut, dass ich keins gekauft habe, sonst hätte er dann zwei. Du hast versprochen, dass du zu Davids Geburtstag kommst. Das hast du gesagt. Bitte, Papa. Ja, na klar, komm ich. Ist versprochen. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Ich bin's, Carla. Carla? Ich bin in der Türkei. Wo bist du? In Istanbul. Ich muss dich sehen, Mark. Woher weißt du, dass ich in der Istanbul fliege? Das ist jetzt egal, woher ich das weiß. Hotel Londra, Zimmer 409. Ich warte auf dich. Alles klar, guten Flug. Danke, tschö. Tschö. Großes Geschäft. Aber ohne die dazugehörigen Sprengköpfe ist das Raketensystem nichts wert. Die verarschen uns. Wir verlieren Zeit. Ich kümmere mich drum. Im Londra Hotel wohnt eine Frau, die weiß mehr. Wie komme ich an sie ran? Sie ist eine Hure. Sie heißt Carla Padiz. Kennst du sie? Nein. Herr Kleinert? Ja. Fliegen Sie mit der nächsten Maschine zurück? Nein, heute Abend. Sollen wir Sie mitnehmen? Vielen Dank, ich nehme ein Taxi. Ich war noch nicht in Istanbul.
Malik? Nein, nicht aus Hamburg. Bin in Istanbul. Wie geht's dir? Hamburg war eben nicht das richtige Pflaster für dich. Das habe ich dir damals schon gesagt. Hör zu, Malik, ich brauche was von dir. Es gab eine Tote, heute, im Hotel Londra. Ja, eine Deutsche. Du glaubst, ich finde das? Ich habe einen Gefangenen hier zu euch überführt. Einen Türken, Baran Sahin. Kleiner Drogendealer mit einem Waffenproblem. Es war hart, als wir uns letztes Mal gesehen haben. Ich hatte Eheprobleme. Diese Tote hat keine Papiere bei sich. Carla Paditz. Die Frau, wegen der du die Eheprobleme hattest. Haben deine Leute eine Spur? Irgendwas? Nein. Sieht nach einem Raubmord aus. Oder soll nach einem Raubmord aussehen. Merkwürdig, dass du gerade jetzt in Istanbul bist. Im Hotelfoyer hängt eine Kamera. Ich habe dir eine Kopie gemacht. Mark. Die wissen, was sie tun. Danke. Mark Kleinert, was will dieser Kommissar? Weiß der irgendwas? Ich dachte, das kann ich von dir erfahren. Tut mir leid. Und diese Carla Paditz, warum ist sie tot? Das weiß ich nicht, das müssen wir rausfinden. Mark Kleinert hat wegen ihr mal einen Kollegen verprügelt, weil der sie bei der Verhaftung geschlagen hatte. Ein Held. Aber seine Karriere war damit erstmal zu Ende. Er hat seine Frau und seine Kinder verlassen und hatte ein Verhältnis mit ihr. Baran Sahin. Das ist doch ein kleiner Verbrecher, der wäre hier bald wieder rausgekommen. Warum wollte der unbedingt in die Türkei ausgeliefert werden? Hörst du mir eigentlich zu? Carla Paditz löste Beschützerinstinkte bei Männern aus, ich weiß. Was willst du mir damit sagen? Du kanntest sie besser als ich.
wer dieser Mann ist. Er verlässt das Hotel um 13.32 Uhr und 15 Minuten später sehe ich ihn auf dem Flur im ersten Stock, wie er an mir vorbeigeht und die Treppe runterläuft. Wie ist er inzwischen dahin gekommen? Durch einen Seiteneingang? Jedenfalls war er oben, hat das Hotel schnell wieder verlassen. Lange war er nicht da. Das ist kein offizieller Fall. Okay. Kommissar Kleinert? Susanne Wahlberg vom BKA. Es tut mir leid, dass ich hier einfach so reingegangen bin. Sie waren mit Carla Paditz in Istanbul im Hotel Londra verabredet. Sie ist tot. Ermordet. Die Kollegen in Istanbul haben herausgefunden, dass Sie als Letzter bei ihr waren. War sie da schon tot? Genau so war es. Also, worum geht es? Ich weiß, dass Sie dienstlich in Istanbul waren. Aber es ist seltsam, dass ausgerechnet Sie diesen Auftrag hatten. Und dann finden Sie auch noch diese tote Frau, Ihre Geliebte. Warum haben Sie nicht die Polizei verständigt? Sie wissen, womit Frau Paditz ihr Geld verdient hat. Also mit welchen Leuten sie zu tun hatte. Sie haben Ihre Familie wegen Carla Paditz verlassen. War diese Frau das wert? Sie war eine Nutte. Haben Sie sich an ihr gerecht, weil Sie nicht von ihr loskamen? Hallo. Warum ich diesen Auftrag hatte, das weiß ich nicht. Ich wusste auch nicht, dass Carla Paditz in Istanbul ist. Das habe ich erst kurz vorher erfahren. Der Rest geht Sie nichts an. Sie stecken in Schwierigkeiten, Herr Hauptkommissar. Carla Paditz ist nirgendwo gemeldet. Es gab sie eigentlich gar nicht. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich habe nichts damit zu tun. Wer wollte, dass ich da hinfliege? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Dienstwege. Gib mir deinen Ausweis, deine Waffe. Du bist suspendiert. Glaubst du im Ernst, ich renne rum und kalle Frauen ab? Du hältst dich aus den Ermittlungen raus und wartest, bis das BKA nicht mehr weiter weiß. Ist das klar? Was für ein Interesse haben die an Carla Paditz? Ich weiß es nicht. Warum kannst du deinen Schwanz nicht unter Kontrolle halten? Du hast Familie, die brauchen dich. Menschenskinder, warum hast du nicht den nächsten Flieger zurückgenommen?
Wissen Sie, wer vor uns da war? Sie waren jedenfalls vor mir da. Warum mischen Sie sich ein? Nennen Sie es Privatsache. Sie machen einen Fehler. Womit wollen Sie mir drohen? Dass ich meine Pension verliere? Was wissen Sie noch über Carla Paditz, außer dass sie eine professionelle Nutte war? Das sagten Sie bereits, ja. Sie hat Sie belogen. Warum haben Sie sich belügen lassen? Sie sind doch Polizist. Wie sind Sie in diese ganze Sache überhaupt reingeraten? Das weiß ich nicht. Sie wissen wirklich wenig. Haben Sie eigentlich geweint, als Sie vor Ihrer toten Geliebten standen? Ja? Wann? Gegenüber vergleichbaren Existierenden sind die neuesten Waffensysteme noch einmal deutlich leistungsfähiger, präziser und Wahlberg, BKA. Deshalb strategisch besser einsetzbar. Der illegale Handel muss deshalb noch enger kontrolliert und die Überwachung von terroristischen Organisationen noch effizienter gestaltet werden. Diese Geschäfte zu überwachen, zu kontrollieren und zu lenken bedeutet, unsere Informationen übergreifend einzusetzen. Es geht um die Sicherheit unserer Länder, aber es geht auch um sehr viel Geld. Einige Informationen zu dem neuen Abwehrsystem. Die Kombination aus Autonomie. Die Mutter und die Tochter von Carla Paditz wurden ermordet. Kurzer Reaktionszeit, hoher Zielgenauigkeit. Es gibt doch kein Ziel. Fähigkeit, auch kleine, unbewegliche Ziele. Was wussten die denn? Und abzufangen. Da läuft da irgendwas total aus dem Ruder. Keinem anderen bekannten Luftabwehrsystem. Du weißt doch genau, um was es geht. Nein, das weiß ich nicht mehr. Neben den früheren Ostblockstaaten. Du verschweigst mir etwas. Und den NATO-Staaten wie Griechenland sowie den blockfreien Staaten wurde das System jetzt auch durch den Iran erwähnt. Hier ist die strategische Bedeutung von Interesse. Fahren Sie einfach los. Wer steckt dahinter? Ich weiß es nicht. Lügen Sie mich nicht an. Jetzt reißen Sie sich bitte zusammen. Drei Menschen sind umgebracht worden, zwei davon unschuldig. Und Carla, was kann die schon gewusst haben? Sie waren in Istanbul. Sie haben die Leute getroffen, die für ihren Mord verantwortlich sind. Also was haben Sie mit denen zu tun? Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Es ging um die Tagung heute. Ich habe die Kontakte gemacht. Und ich glaube sicher nicht, dass diese Leute hinter Carlas Tod stecken. Zufrieden? Was haben Sie rausgefunden? Es geht um das Kurzstreckenraketensystem SA-15. Aber eigentlich deren Sprengköpfe, die abhanden gekommen sind. Die Russen stecken mit drin. Adresse ist Iran. Und es gibt eine Schlüsselverbindung nach Deutschland. Ich bin dran. Und gibt es irgendwelche Namen, die aufgetaucht sind? Nichts Konkretes. Das Geschäft wird über Istanbul abgewickelt. Jo. Ich werde mich persönlich darum kümmern, dass die Morde aufgeklärt werden. Das verspreche ich Ihnen. Alles klar, Kumpel? Ja, klar. Super. David macht nachts ins Bett. Dann schämt er sich. Echt? Das sind alle Petze. Wieso? Ist doch wahr.
Das sieht super aus, wirklich. Komm, ich mach's. Kerzen ausblasen, Papa. Papa sagt David das. David, du musst jetzt die Kerzen ausblasen. Ich will noch Kuchen essen. Den haben wir extra heute Morgen gebacken. Super! Toll. Ich muss zu einem Wanderratten. Bringst du mich? Mach ich. Wir brauchen ein Messer. Ja, warte. Ich hol ein Messer. Ja. So, machst du das? Komm, stell dich hin, David. Und jetzt. Feste. Wer ist das? Eine Kollegin. Gib David noch einen Kuss von mir. Ja. Tschüss. Ciao. Danke, dass Sie gekommen sind. Nehmen Sie meinen Sohn auch mit? Sascha, das ist Susanne Wahlberg vom Bundeskriminalamt. Angenehm. Anschnallen. Er war bei Carla im Hotel. Hat er sie umgebracht? Ist möglich. Sie wissen, wer dieser Mann ist? Uns ist bekannt, dass er in Istanbul lebt und Kontakt hat zu russischen und iranischen Waffenhändlern. Hat Ihre Freundin Carla mit denen vielleicht auch zu tun? Wussten Sie eigentlich, wovor Sie sie retten wollten? Wer sagt Ihnen, dass ich sie retten wollte? Nein, das wollte ich nicht. Sonst hätte ich Ihren Tod verhindert. Warum haben Sie sie verlassen, nachdem Sie so viel für sie aufgegeben haben? Ich habe gar nichts aufgegeben, was nicht längst schon zu Ende war. Das wissen Sie doch. Sie haben doch sicher meine Akte gelesen. Am besten, Sie gehen in Ihr altes Leben zurück und machen Urlaub mit Ihrer Familie. Inzwischen regelt sich das mit Ihrer Suspendierung. Meine Eltern haben sich auch getrennt, aber die Sehnsucht nach der Familie bleibt. Wie heißt der Mann auf diesem Foto? Jo weiß. Aber das ist sicher nicht sein richtiger Name. Warum wollte Baran Sahin in ein türkisches Gefängnis? Er wurde wegen illegalem Waffenbesitz festgenommen. Er hätte nicht viel bekommen hier bei uns. Und warum sollte ausgerechnet ich ihn überführen? Ich weiß es nicht. Ich brauche noch mal deine Hilfe. Du solltest nicht hierher kommen. Die haben mich nicht rausgeschmissen, die haben mich suspendiert. Es ist wichtig. Bitte. Jo Weiß, Waffenhandel, Russland, Iran. Thank you.
merkwürdig. Da hat jemand gründlich aufgeräumt. Carla Paritz. Gar nichts. Da war auch jemand dran. Das kann nicht jeder. Also wir jedenfalls nicht. Aber vielleicht die vom BKA. Dass Ihre Leute eben auf mich geschossen haben? Die sind weg. Was wollen Sie von mir? Interessiert es Sie, warum Carlo umgebracht wurde? Und Ihre Tochter? Und Ihre Mutter? Wussten Sie das überhaupt schon? Sie waren in dem Hotel in Istanbul. Ja, aber vor mir war schon jemand da. Wer sind Sie? Jo Weiß? Das werden Sie rausfinden. Sie sind doch Polizist. Ich hatte Carla seit Wochen nicht gesehen. Und dann ruft sie mich plötzlich an. Sie wusste, dass ich nach Istanbul komme. Hier steht die Adresse drauf. Wem hat denn so eine alte Frau was getan? Und so ein junges Mädchen, ein Kind noch. Und die Mutter, Maria, ist auch tot? Maria? Ja. Die kleine Maria wurde von dem Ehepaar Putz, dem der alte Gutshof gehört, adoptiert. Maria stammte aus der Nähe von Freiburg. Der Adoptivvater starb kurz darauf. Die Putz zog Maria ganz allein auf. Die Jenny. Jenny wurde vor 13 Jahren geboren. Und der Vater? Der Vater? Das war eine Frühehe zwischen der Maria und ihm.
Rainer Simon hieß der. Aber geschieden sind die nicht. Ja, die Bergmann vom Rathaus hat recht. Hier haben wir noch ein altes Hochzeitsfoto von der Maria. Wofür brauchen Sie das? Alte Frau und ein 13-jähriges Mädchen. Ich will wissen, wer das war. Warum hat sich Baran Sahin nach Istanbul überführen lassen? Kleiner Fisch. Der hat für die gearbeitet, die ihn bezahlen. Mal hier, mal dort. Freiwillig in ein türkisches Gefängnis. Er hatte Angst, dass er in Deutschland nicht sicher ist. Nicht sicher? Vor wem? Warum kümmerst du dich nicht um deine eigenen Geschäfte? Man hat meine Familie umgebracht. Also? Der Tod ihrer Tochter tut mir leid. Warum meine Familie? Sie stellen die falschen Fragen, mein Freund. Was wusste diese Frau, mit der Sie verheiratet waren? Mit welchen Leuten hatte sie zu tun? Baran Sahin ist nicht der Schlüssel. Ein kleiner Verbrecher, der nur Absahnung will. Jemand steht unter Druck. Jemand aus Deutschland? Vielleicht. Sagt Ihnen der Name Susanne Wahlberg etwas? Sie hat sich vor ein paar Tagen mit einigen ihrer Leute getroffen. Das waren nicht meine Leute. Sie hat sich mit Assad getroffen. Assad ist die neue Generation. Ihnen bedeutet Ehre nichts. Sie war am selben Tag hier, als Kalapadets umgebracht wurde. Susanne Wahlberg ist vom BKA. Sie trauen ihr eine Menge zu. Assad ist gefährlich. Aber ich sage Ihnen, wo Sie ihn finden können. Ja? Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass es Ihre Tochter war? Wo sind Sie überhaupt? In Istanbul. Sie haben uns Ihre Vergangenheit verschwiegen. Ihre Akten haben Lücken. Jo, Sie sind ein Risiko für uns. Ich habe mich eh schon sehr gewundert, dass ich den Job machen soll. Ich bin auch überprüft worden, aber nicht von Herder, sondern von Ihnen. Und die Lücken in meinen Akten? Naja, Sie haben halt sehr sauber gearbeitet, Susanne. Und was hätte ich davon? Ich bin gerade dabei, das rauszubekommen. Sie sind raus aus dem Job. Ich rate Ihnen, verschwinden Sie aus Istanbul. Wo sind denn die Sprengköpfe von dem Raketensystem, die verschwunden sind? Die sind doch von uns beschlagnahmt worden. Worauf wollen Sie hinaus? Die Ergebnisse bis morgen Mittag. Und? Wissen Sie jetzt alles? Ich weiß, dass ich in Gefahr bin. Ich weiß noch nicht, warum. Letzte Nacht ist auf mich geschossen worden. Wenn die wirklich gewollt hätten, wäre ich jetzt tot. Bringen Sie uns noch zwei. Was steckt dahinter? Illegaler Waffenhandel? In der Türkei? Mit der Türkei? Und welche Rolle spielt Jo Weiß? Er war im Hotel, als Kalapadets umgebracht wurde. Das haben Sie doch schon selber herausgefunden. Mit Waffen handeln, seine Frau umbringen, ich weiß nicht. Kalapadets, also eigentlich heißt sie Maria Putz.
hatte ihn kurz nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter verlassen. Wahrscheinlich, weil sie anders leben wollte. Und nicht mehr nur warten. Was für ein Leben dabei rausgekommen ist, das wissen Sie ja. Trotzdem hat er sich nicht scheiden lassen. Es gibt Dinge, denen fühlt man sich ein Leben lang verpflichtet. Sind Sie verheiratet? Wer ist Jo Weiß, alias Rainer Simon? Er ist Mitarbeiter beim BKA. Er arbeitet undercover in Istanbul. Das heißt, er hat undercover gearbeitet bis heute. In Istanbul halten ihn alle für einen kleinen Waffenschieber. Und die Waffen, die bekommt er von uns. Das sind beschlagnahmte Waffen. Und durch ihn wissen wir, wer gerade im Geschäft ist und wer nicht. Aber was er nebenbei noch macht, das ist schwer zu durchschauen. Die Grenzen sind fließend. Vor einigen Jahren hat er zwei Menschen umgebracht. Zwei Kollegen. Er ist gefährlich. Nehmen Sie mich mit nach Köln? Ich habe zu viel getrunken. Trinken Sie noch was mit mir? Kommen Sie, erzählen Sie aus Ihrem Leben. Aber vielleicht könnten Sie den Heldenteil weglassen. Sie kennen meine Akte bereits. Ja, aber nur die Fakten. Dass Sie handgreiflich gegen einen Kollegen waren und nicht befördert wurden. Dann Versetzung von der Drogenfahndung in Hamburg nach Köln, später zur Kripo. Sie haben mit viel Ehrgeiz angefangen. Und Sie? So weit sind wir noch nicht. Der Kollege hatte bei einer Verhaftung eine Frau zusammengeschlagen. Das, was sie sagte, passte ihm nicht. Ja, es war eine Nutte bei der Drogenrazzia, die ihn angeblich erpressen wollte. Der Kollege war ein Arschloch. Und ich habe mir damit die Karriere versaut. Irgendwann war ich in einer Bar. Ich habe sie zuerst gar nicht erkannt. Sie hat meinen ausgegeben, um sich zu bedanken. Sie war eine schöne Frau. Das ist alles. Bei mir zu Hause ist nach meiner Versetzung einiges schiefgegangen. Meine Frau glaubte nicht mehr an unsere Zukunft. Vielleicht hat sie auch gespürt, dass ich auf dem Absprung war. Ich war nicht mehr der Mann, den sie geliebt hatte. Ja, und natürlich die Kinder. Was für eine Geschichte. Wie oft habe ich die schon gehört und die geht immer gleich aus. Und? Was haben Sie zu bieten? Es gibt nur noch Wodka. Wollen Sie einen? Guten
Nacht. Leihen Sie mir Ihre Dienstwaffe? Heute Nacht. Assad ist leider verhindert. Er hat mich geschickt. Gibt es etwas, was Sie mir noch nicht gesagt haben? Bringen Sie Ihre Familie in Sicherheit. Balek, was gibt es? Neuigkeiten? Jo Weiß, der auf dem Überwachungsvideo aus dem Hotel. Ja. Der ist entführt worden. Heute Morgen. Und an Carla Padditz, die er im Hotel Londra umgebracht wurde. Sind Leute aus Deutschland dran gewesen. Türken. Kannst du mich vom Flughafen abholen? Du hast hier bei uns keine Chance. Ich bin beurlaubt. Also ist es ein Urlaub. Das war deine Frau? Eine Nutte. Sie hat mit den anderen Männern geschlafen. Du kennst diese Männer. Sie hat versucht, mit den Informationen Geld zu machen. Woher wusste sie von dem Geschäft? Mit den Sprengköpfen. Für wen hat sie gearbeitet? Du arbeitest für das BKA. Deine Familie ist tot und du bist tot.
Ist Herr da in seinem Büro? Nein. Wissen Sie, ob er die Akte mal Kleinert noch hat? Ja, ich glaube schon. Soll ich sie holen? Nein, nein. Danke. Sie sich. Da. Schön, dass Sie mich besuchen. Wie war Ihr Name? Susanne Wahlberg. Kurz trinkt sie immer schwarz. Sie auch? Ja. Danke. Wir kennen uns. Sie sind wie kurz zusammen in die Schule gegangen. Sie sind immer zu uns zum Mittagessen gekommen. Sie mochten meine Hefeklöße besonders gerne. Stimmt's? Nein, Frau Herder. Ich arbeite mit Ihrem Sohn zusammen. Wissen Sie, ich glaube nicht, dass Kurt arbeitet. Er ist schon viel zu alt. Seit unserer Hochzeit kränkelt er. Aber sagen Sie es ihm nicht, er ist sehr empfindlich. Wir arbeiten zusammen, er ist mein Chef. Kurt und die Frauen. Ja, ich sehe darüber hinweg. Mutter, das ist Frau Wahlberg. Ihr kennt euch ja schon. Ja, Frau Wahlberg ist immer zu uns zum Mittagessen gekommen. Ihre Freundin Carla kenne ich übrigens auch. Aber sie mochte ich immer lieber. Du hast ja deinen Kaffee gar nicht getrunken. Jeden Moment kommt Elena, die wird dir helfen. Soll ich dir deinen Schal bringen? Hm? Elena soll die Heizung höher stellen. Danke für den Kaffee, Frau Herder. Das ist Jenny, seine Tochter. Wusstest du das? In seiner Akte stand nichts. Carla Paditz hat versucht, Informationen zu verkaufen. Und bevor es dazu kam, wurde sie ermordet. Woher hatte sie die Informationen? Und wie kam dieser Kommissar Kleiner zu dem Auftrag, Baran Sahin nach Istanbul zu überführen? Es gab da eine Anweisung, hat sein Vorgesetzter gesagt, aber keiner weiß genau von wem. Was weiß Kleinert? Ich glaube nichts. Sie hat ihn kurz vor ihrem Tod angerufen, aber er kam zu spät. Carla Paditz war keine Heilige. Warum hat Jovais sich eigentlich nicht scheiden lassen? Sentimentalität? Du hast die Nacht mit Hauptkommissar Kleinert im Hotel verbracht? Wahlberg? Wann werden die Leichen freigegeben? Morgen. Und hat jemand die Beerdigung organisiert? Nein.
Nehmt die nächste Maschine. Schon verstanden. Eigentlich müsst ihr euch beide verhaften und der Staatsanwaltschaft übergeben. Ja, natürlich. Badan Shahin. Seine Rechnung ist nicht aufgegangen. Er wurde im Gefängnis ermordet. Hingerichtet. Susanne Wahlberg ist es. Woher wollen Sie das wissen? Ich heiße Rainer. Rainer Simon, BKA, verdeckter Ermittler in Istanbul. Sie war die Einzige, die über alles informiert war.
Sie macht das Waffengeschäft in Istanbul. Und sie war in Istanbul, als Carla umgebracht wurde. Ich nehme an, von diesem Assad. Das waren seine Leute, die mich heute Nacht verhört haben. Du warst auch in Istanbul. Du hast dieselben Informationen wie Susanne Wahlberg. Du warst an denselben Orten, du hast Kontakt zu denselben Leuten. Und dann ein Interesse an Geschäften. Großen Geschäften. Was ist mit den beiden toten Kollegen, die auf deine Rechnung gehen? Du bist nicht gerade zimperlich. Ja? Sind sie zurück? Sie sind gut informiert. Gut, dass Sie auf mich gehört haben. Wohin haben Sie Ihre Familie gebracht? Ich am Telefon. Asim Kira ist in der Stadt. Sagen Sie das Ihrem neuen Freund. Sie wollte wissen, wo meine Frau mit den Kindern ist. Du hast es ihr nicht gesagt. Nein. Ich soll dir sagen, dass Rasim Kirda in der Stadt ist. In Istanbul macht jeder mit jedem Geschäfte. Das Ausland hängt mit drin, das BKA auch. Zwangsläufig. Die Verlockung ist groß. Rasim Kirda ist sowas wie der Pate. Die Leute verehren ihn. In der Regel weiß er auch über alles Bescheid. Aber andere wollen halt auch ihre Geschäfte machen. Und du? Es geht um ein russisches Raketensystem. Wir haben Teile davon beschlagnahmt. Danach sind die Sprengköpfe davon verschwunden. Und jemand, der offenbar Bescheid weiß, will dafür einen Haufen Geld. Susanne Wahlberg? Eigentlich hat sie alles erreicht. Na, außer an ihrem Chef, da kommt sie nicht vorbei. Sie ist ein Einzelkind, sie hat eine steile Karriere gemacht. Zwei Ehen hinter sich. Das Leben einer einsamen Polizistin. Nimm dich vor ihr in Acht. Jemand von uns? Du denkst an Joe Weiss. Ist ja nicht gerade die feine Art, sich von seiner Familie zu trennen. Aber der Job macht ja auch nicht gerade sensibel. Joe Weiss spielt sein eigenes Spiel. Denkbar. Danke, dass du mich informiert hast, Susanne. Meine Anteilnahme. Danke. Können wir reden? Ich habe damals die Hand über Sie gehalten. Nach diesem Missgeschick mit Ihren beiden Kollegen. Ich habe Ihnen vertraut. Aber Sie haben mich nicht über alles informiert. Carla Padis war Ihre Frau. Und Sie sind unvorsichtig geworden. Frau Wahlberg hat mir erzählt, Sie seien in der Türkei in Schwierigkeiten geraten. Was waren das für Leute, die Sie da entführt haben? Was wollten die von Ihnen?
Frau Wahlberg meint, wir sollten ein anderes Betätigungsfeld für Sie suchen. Lassen Sie mich einfach meinen Job zu Ende machen. Sie haben gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Ich weiß das zu schätzen. Lassen Sie mich offen reden. Sollten Sie irgendwelche Informationen über einen meiner Mitarbeiter oder eine meiner Mitarbeiterinnen haben, lassen Sie mich das wissen. Das sind Sie mir schuldig. Dass eure Tochter tot ist. Was? Ohne dich hätten sie sie gar nicht gefunden. Und das war total sinnlos. Sie haben überhaupt nichts gewusst. Und sie hatten ja auch nichts, was Carla bei ihnen versteckt hat, oder? Du hast diese Leute zu Jenny und ihre Mutter geschickt. Von wem kamen die? Das weiß ich nicht. Dann denk nach. Sie hat bereut, dass sie dich verlassen hat. Das weiß ich. Diese Fotos habe ich von ihr. Den Mann, da kenne ich nicht. Gesagt, dass er dich auf die Wahlberg angesetzt hat? Jeder beschuldigt jeden. Herder die Wahlberg und Wahlberg Herder. Und du beschuldigst mich. Warum habe ich damit zu tun? Jemand hat dich damit reingezogen. Jemand, der gewusst hat, dass wir dieselbe Frau geliebt haben. Und jemand, der geahnt hat, dass du der Wahlberg nicht widerstehen kannst. Woher hast du die Fotos? Deine Familie ist tot. Meiner Familie wird das nicht passieren. Die Systeme können bis zu 48 Ziele parallel verfolgen. Die Reaktionszeit zwischen Zielerkennung und Start der Rakete wird mit 5 bis 8 Sekunden angegeben. Überwachung, Zielerfassung und das Abfeuern ist auch aus dem fahrenden Fahrzeug möglich, womit es Angreifer natürlich erschwert wird, das Fahrzeug zu treffen. Anfliegende Ziele können automatisch nach Gefährdungspotenzial klassifiziert und ohne Eingriff eines Bedieners bekämpft werden. Die 8 Raketen können durch ein spezielles Ladefahrzeug binnen 10 Minuten nachgeladen werden. Wir machen eine kurze Pause, danke. Das sind die angeblich verschwundenen Sprengköpfe. Wissen Sie, wer als einziger Zugang zu diesen wertvollen Teilen hat? Kommen Sie herein. Das Essen ist fertig. Mein Mann ist schon ungeduldig. Ich mag keine Blumen. Gut, dass Sie sich daran halten. Mutter, wir hatten eine Vereinbarung. Es freut mich, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen, Herr Kleiner. Guten Tag.
Sie müssen meine Mutter entschuldigen. Ich wäre gerne mit Ihnen auf die Terrasse gegangen, aber leider der Herbst. Kommen Sie. Herr hat sich in Istanbul kaufen lassen. Hasim Kirda hat damit gar nichts zu tun. Das Geschäft, das wurde an ihm vorbeigemacht. Natürlich wird er verärgert sein. Er hat sich sein eigenes Netzwerk aufgebaut. Der hat niemanden, der ihn kontrolliert. Ist nur die Frage, wohin hat es ihn gebracht? Er sitzt auf seiner Terrasse, guckt in den Garten und pflegt seine debile Mutter. Die lebt nicht mehr lange. Was macht er dann? Carla hat für Sie gearbeitet. Ich wusste von Ihrer Ehe, Jo. Oder soll ich lieber Rainer Simon sagen? Ich habe Daten aus Ihrer Akte entfernt, um Ihnen zu helfen, damit keine unangenehmen Fragen kommen. Ja, und um das dann später gegen mich verwenden zu können. Ich kannte Carlas Stärken. Aber auch ihre Schwächen, sie war nicht zuverlässig. Ich hatte sie auf Herder angesetzt. Als diese Sprengköpfe verschwanden, da habe ich geahnt, dass Herder dahinter steckt, aber ich hatte keine Beweise. Und Herder hat Carla auch einiges erzählt. Aber sie wollte ihr eigenes Geschäft machen und sie hat ihn erpresst. Ist das so eine Überraschung für Sie? Was wollen Sie mir sagen? Dass Herder meine Familie auf dem Gewissen hat? So, was möchten Sie wissen, Herr Kleinert? Sie hatten ein Verhältnis mit Carla Paditz. Woher wissen Sie das? Ach, die Fotos, ja. Eine Partyfrau. Ich habe darüber hinweg gesehen. Eine kluge Ehefrau sieht darüber hinweg. Ich bin nicht so trittfest in amorösen Angelegenheiten, wissen Sie. Ich gebe zu, Carla hat mich, Sie werden das verstehen, emotional verunsichert. Sie hat mich erpresst. Ich hatte mich, na sagen wir mal, unvorsichtigerweise verplaudert. Der Gedanke, dass sie auf Susanne Wahlbergs Gehaltsliste stand, kam mir allerdings nicht gleich. Ich habe sie dann aber überprüfen lassen. Von wem haben Sie die Fotos? Von Susanne Wahlberg? Nein. Entschuldigen Sie. Ja. Ich glaube, meine Mutter braucht mich. Ja. Bırak. İş beklemiyor işte. Çocukla ilgilen. Kızım. Yavrum benim. Herder und ich, wir sind alte Freunde. Gelegentlich tauschen wir Informationen aus. Aber er lässt keine Frauen und Kinder umbringen. Nein. Es ist diese Frau. Und Sie? Was ist mit Ihnen? Was sind Ihre Interessen?
Was Ihnen da in Istanbul geschehen ist, hatte ich nicht zu verantworten. Nichts ist trügerischer als eine offensichtliche Tatsache. Herr Kleiner, es gab eine Schießerei vor dem Hotel Dresden, ein Schwerverletzter. Schicken Sie sofort einen Notarzt. Das waren Ihre Leute, Assad. Dieses Mädchen zu töten, sind Sie wahnsinnig? Sie sollten herausfinden, ob es bei Carla Paditz irgendwelche Informationen über diese verdammten Sprengköpfe gibt. Und Sie bringen das Kind und die alte Frau einfach um. Was haben Sie denn erwartet? Die alte Frau hat uns gesehen und das Mädchen auch. Und Sie haben Badan Şahin vergessen. Hätte er auch sagen sollen, was Sie hier für ein Spiel spielen, Frau Wahlberg? Sie sollten uns dankbar sein, dass wir Ihre Drecksarbeit machen. Diese Toten gehen auf Ihre Rechnung. Und jetzt diese sinnlose Schießerei. Rasim Kirdar wird es nicht einfach hinnehmen. Rasim Kirdar ist ein alter Mann. In ihrem Büro. Allein. Kommen Sie. Persönlich zu mir gekommen? Oder hättest du mir auch dein Rollkommando vorbeigeschickt? Zu dir wäre ich selber gekommen. Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Aber das Geschäft war einfach zu verlockend. Das verstehe ich. Nächste Woche. Hm? Mach's gut. Tschüss.
Warum wollen Sie mich sehen? Sie wissen doch schon alles. Es ging um sehr viel Geld. Das glaube ich Ihnen nicht. Ein Leben lang ist man auf der richtigen Seite. Dann trifft man in einem Moment die falsche Entscheidung. Und plötzlich merkt man, dass man auf der anderen Seite ist. Und die Dinge nehmen ihren Lauf. Schön, dass Sie wieder auf den Beinen sind, Jo. Es freut mich für uns alle. Jetzt erholen Sie sich erstmal. Das war übrigens mein Vorschlag, dass Sie den Gefangenen nach Istanbul überführen. Carla hat mir von Ihnen erzählt. Ich dachte, Sie könnten sie retten. Danke für die gute Zusammenarbeit. Prozent, wie vereinbart. Ich glaube, wir können jetzt in Ruhe mit der Transaktion beginnen. Die Lieferung der Sprengköpfe erfolgt sofort nach Eingang der Zahlung auf das bekannte Konto. Das wird jetzt reibungslos über die Bühne gehen. Ich danke Ihnen. Sagen Sie, mögen Sie eigentlich Hochseefischen? Gründlich aufgeräumt. Carla Paritz. Gar nichts. Da war auch jemand dran. Das kann nicht jeder. Also wir jedenfalls nicht. Aber vielleicht die vom BKA. Dass Ihre Leute eben auf mich geschossen haben? Die sind weg. Was wollen Sie von mir?
Interessiert es Sie, warum Carla umgebracht wurde? Und Ihre Tochter? Und Ihre Mutter? Wussten Sie das überhaupt schon? Sie waren in dem Hotel in Istanbul. Ja, aber vor mir war schon jemand da. Wer sind Sie? Jo Weiß? Das werden Sie rausfinden. Sie sind doch Polizist. Ich hatte Carla seit Wochen nicht gesehen. Und dann ruft sie mich plötzlich an. Sie wusste, dass ich nach Istanbul komme. Hier steht die Adresse drauf. Danke. Susanne Wahlberg ist es. Woher wollen Sie das wissen? Ich heiße Rainer. Rainer Simon, BKA, verdeckter Ermittler in Istanbul. Sie war die Einzige, die über alles informiert war. Sie macht das Waffengeschäft in Istanbul. Und sie war in Istanbul, als Carla umgebracht wurde. Ich nehme an, von diesem Assad. Das waren seine Leute, die mich heute Nacht verhört haben. Du warst auch in Istanbul. Du hast dieselben Informationen wie Susanne Wahlberg. Du warst an denselben Orten, du hast Kontakt zu denselben Leuten.
Und dann ein Interesse an Geschäften. Großen Geschäften. Was ist mit den beiden toten Kollegen, die auf deine Rechnung gehen? Du bist nicht gerade zimperlich. Ja? Sind Sie zurück? Sie sind gut informiert. Gut, dass Sie auf mich gehört haben. Wohin haben Sie Ihre Familie gebracht? Ich am Telefon. Rasim Kira ist in der Stadt. Sagen Sie das Ihrem neuen Freund. Sie wollte wissen, wo meine Frau mit den Kindern ist. Du hast es ihr nicht gesagt. Nein. Ich soll dir sagen, dass Rasim Kira in der Stadt ist. In Istanbul macht jeder mit jedem Geschäfte. Das Ausland hängt mit drin, das BKA auch. Zwangsläufig. Die Verlockung ist groß. Rasim Kirda ist sowas wie der Pate. Die Leute verehren ihn. In der Regel weiß er auch über alles Bescheid. Aber andere wollen halt auch ihre Geschäfte machen. Und du? Es geht um ein russisches Raketensystem. Wir haben Teile davon beschlagnahmt. Danach sind die Sprengköpfe davon verschwunden. Und jemand, der offenbar Bescheid weiß, will dafür einen Haufen Geld. Susanne Walbe? Eigentlich hat sie alles erreicht. Na, außer an ihrem Chef, da kommt sie nicht vorbei. Sie ist ein Einzelkind, sie hat eine steile Karriere gemacht. Zwei Ehen hinter sich. Das Leben einer einsamen Polizistin. Nämlich... Diese Tote hat keine Papiere bei sich. Carla Paditz. Die Frau, wegen der du die Eheprobleme hattest. Haben deine Leute eine Spur? Irgendwas? Nein. Sieht nach einem Raubmord aus. Oder soll nach einem Raubmord aussehen. Merkwürdig, dass du gerade jetzt in Istanbul bist. Im Hotelfoyer hängt eine Kamera. Ich habe dir eine Kopie gemacht. Mark. Die wissen, was sie tun. Danke. Mark Kleinert, was will dieser Kommissar? Weißt du irgendwas? Ich dachte, das kann ich von dir erfahren. Tut mir leid. Und diese Carla Paditz? Warum ist sie tot? Das weiß ich nicht, das müssen wir rausfinden. Mark Kleinert hat wegen ihr mal einen Kollegen verprügelt, weil der sie bei der Verhaftung geschlagen hatte. Ein Held. Aber seine Karriere war damit erstmal zu Ende. Er hat seine Frau und seine Kinder verlassen und hatte ein Verhältnis mit ihr. Baran Sahin. Das ist doch ein kleiner Verbrecher, der wäre hier bald wieder rausgekommen. Warum wollte der unbedingt in die Türkei ausgeliefert werden? Hörst du mir eigentlich zu? Carla Paditz löste Beschützerinstinkte bei Männern aus, ich weiß. Was willst du mir damit sagen? Du kanntest sie besser als ich.
Schützen Sie sich. Da. Schön, dass Sie mich besuchen. Wie war Ihr Name? Susanne Wahlberg. Kurz trinkt sie immer schwarz. Sie auch? Ja, danke. Wir kennen uns. Sie sind wie kurz zusammen in die Schule gegangen. Sie sind immer zu uns zum Mittagessen gekommen. Sie mochten meine Hefeklöße besonders gerne. Stimmt's? Nein, Frau Herder, ich arbeite mit Ihrem Sohn zusammen. Wissen Sie, ich glaube nicht, dass Kurt arbeitet. Er ist schon viel zu alt. Seit unserer Hochzeit kränkelt er, aber sagen Sie es ihm nicht, er ist sehr empfindlich. Wir arbeiten zusammen, er ist mein Chef. Kurt und die Frauen. Ja, ich sehe darüber hinweg. Mutter, das ist Frau Wahlberg. Ihr kennt euch ja schon. Ja, Frau Wahlberg ist immer zu uns zum Mittagessen gekommen. Ihre Freundin Carla kenne ich übrigens auch. Aber sie mochte ich immer lieber. Du hast ja deinen Kaffee gar nicht getrunken. Jeden Moment kommt Elena, die wird dir helfen. Soll ich dir deinen Schal bringen? Hm? Elena soll die Heizung herstellen. Danke für den Kaffee, Frau Herder. Das ist Jenny, seine Tochter. Wusstest du das? In seiner Akte stand nichts. Carla Paditz hat versucht, Informationen zu verkaufen. Und bevor es dazu kam, wurde sie ermordet. Woher hatte sie die Informationen? Und wie kam dieser Kommissar Kleiner zu dem Auftrag, Baran Sahin nach Istanbul zu überführen? Es gab da eine Anweisung, hat sein Vorgesetzter gesagt, aber keiner weiß genau von wem. Was weiß Kleinert? Ich glaube nichts. Sie hat ihn kurz vor ihrem Tod angerufen, aber er kam zu spät. Carla Paditz war keine Heilige. Warum hat Jovais sich eigentlich nicht scheiden lassen? Sentimentalität? Du hast die Nacht mit Hauptkommissar Kleinert im Hotel verbracht? Nächste Woche. Hm? Mach's gut. Tschüss. Warum wollen Sie mich sehen? Sie wissen doch schon alles. Es ging um sehr viel Geld. Das glaube ich Ihnen nicht. Ein Leben lang ist man auf der richtigen Seite. Dann trifft man in einem Moment die falsche Entscheidung. Und plötzlich merkt man, dass man auf der anderen Seite ist. Und die Dinge nehmen ihren Lauf.
Schön, dass Sie wieder auf den Beinen sind, Jo. Es freut mich für uns alle. Jetzt erholen Sie sich erstmal. Das war übrigens mein Vorschlag, dass Sie den Gefangenen nach Istanbul überführen. Carla hat mir von Ihnen erzählt. Ich dachte, Sie könnten sie retten. Danke für die gute Zusammenarbeit. Wissen Sie, wer vor uns da war? Sie waren jedenfalls vor mir da. Warum mischen Sie sich ein? Nennen Sie es Privatsache. Sie machen einen Fehler. Womit wollen Sie mir drohen? Dass ich meine Pension verliere? Was wissen Sie noch über Carla Paditz, außer dass sie eine professionelle Nutte war? Das sagten Sie bereits, ja. Sie hat Sie belogen. Warum haben Sie sich belügen lassen? Sie sind doch Polizist. Wie sind Sie in diese ganze Sache überhaupt reingeraten? Das weiß ich nicht. Sie wissen wirklich wenig. Haben Sie eigentlich geweint, als Sie vor Ihrer toten Geliebten standen? Ja? Die in der Vergleichbarkeit existierenden sind die neuesten Waffensysteme noch einmal deutlich leistungsfähiger, präziser und deshalb strategisch besser einsetzbar. Der illegale Handel muss deshalb noch enger kontrolliert und die Überwachung von terroristischen Organisationen noch effizienter gestaltet werden. Diese Geschäfte zu überwachen, zu kontrollieren und zu lenken bedeutet, unsere Informationen übergreifend einzusetzen. Es geht um die Sicherheit unserer Länder, aber es geht auch um sehr viel Geld. Einige Informationen zu dem neuen Abwehrsystem. Die Kombination aus Autonomie. Die Mutter und die Tochter von Carla Paditz wurden ermordet. Diese Fotos habe ich von ihr. Den Mann da kenne ich nicht. Was gesagt, als er dich auf die Wahlberg angesetzt hat? Jeder beschuldigt jeden. Herder die Wahlberg und Wahlberg Herder. Und du beschuldigst mich. Warum habe ich damit zu tun? Jemand hat dich damit reingezogen. Jemand, der gewusst hat, dass wir dieselbe Frau geliebt haben. Und jemand, der geahnt hat, dass du der Wahlberg nicht widerstehen kannst. Woher hast du die Fotos?
Deine Familie ist tot. Meiner Familie wird das nicht passieren. Die Systeme können bis zu 48 Ziele parallel verfolgen. Die Reaktionszeit zwischen Zielerkennung und Start der Rakete wird mit 5 bis 8 Sekunden angegeben. Überwachung, Zielerfassung und das Abfeuern ist auch aus dem fahrenden Fahrzeug möglich, womit es Angreifer natürlich erschwert wird, das Fahrzeug zu treffen. Anfliegende Ziele können automatisch nach Gefährdungspotenzial klassifiziert und ohne Eingriff eines Bedieners bekämpft werden. Die 8 Raketen können durch ein spezielles Ladefahrzeug binnen 10 Minuten nachgeladen werden. Wir machen eine kurze Pause, danke. Das sind die angeblich verschwundenen Sprengköpfe. Wissen Sie, wer als einziger Zugang zu diesen wertvollen Teilen hat? Kommen Sie herein. Das Essen ist fertig. Mein Mann ist schon ungeduldig. Ich mag keine Blumen. Gut, dass Sie sich daran halten. Mutter, wir hatten eine Vereinbarung. Es freut mich, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen, Herr Kleiner. Guten Tag. Sie müssen meine Mutter entschuldigen. Ich wäre gerne mit Ihnen auf die Terrasse gegangen, aber leider der Herbst. Kommen Sie. Joe Weiß, alias Rainer Simon. Er ist Mitarbeiter beim BKA. Er arbeitet undercover in Istanbul. Das heißt, er hat undercover gearbeitet bis heute. In Istanbul halten ihn alle für einen kleinen Waffenschieber. Die Waffen, die bekommt er von uns. Das sind beschlagnahmte Waffen. Und durch ihn wissen wir, wer gerade im Geschäft ist und wer nicht. Aber was er nebenbei noch macht, ist schwer zu durchschauen. Die Grenzen sind fließend. Vor einigen Jahren, da hat er 2 Menschen umgebracht. 2 Kollegen. Er ist gefährlich. Nehmen Sie mich mit nach Köln? Ich habe zu viel getrunken. Trinken Sie noch was mit mir? Kommen Sie, erzählen Sie aus Ihrem Leben. Aber vielleicht könnten Sie den Heldenteil weglassen. Sie kennen meine Akte bereits. Ja, aber nur die Fakten. Dass Sie handgreiflich gegen einen Kollegen waren und nicht befördert wurden. Dann Versetzung von der Drogenfahndung in Hamburg nach Köln. Später zur Kripo. Sie haben mit viel Ehrgeiz angefangen. Und Sie? So weit sind wir noch nicht. Der Kollege hatte bei einer Verhaftung eine Frau zusammengeschlagen. Das, was sie sagte, passte ihm nicht. Ja, es war eine Nutte bei der Drogenrazzia, die ihn angeblich erpressen wollte. Der Kollege war ein Arschloch. Und ich habe mir damit die Karriere versaut. Irgendwann war ich in einer Bar. Ich habe sie zuerst gar nicht erkannt. Sie hat meinen ausgegeben, um sich zu bedanken. Sie war eine schöne Frau. Das ist alles.
Ich will wissen, wer dieser Mann ist. Er verlässt das Hotel um 13.32 Uhr und 15 Minuten später sehe ich ihn auf dem Flur im ersten Stock, wie er an mir vorbeigeht und die Treppe runterläuft. Wie ist er inzwischen dahin gekommen? Durch einen Seiteneingang? Jedenfalls war er oben, hat das Hotel schnell wieder verlassen. Lange war er nicht da. Das ist kein offizieller Fall. Okay. Kommissar Kleinert? Susanne Wahlberg vom BKA. Es tut mir leid, dass ich hier einfach so reingegangen bin. Sie waren mit Carla Paditz in Istanbul im Hotel Londra verabredet. Sie ist tot. Ermordet. Die Kollegen in Istanbul haben herausgefunden, dass Sie als Letzter bei ihr waren. War sie da schon tot? Genau so war es. Also, worum geht es? Ich weiß, dass Sie dienstlich in Istanbul waren. Aber es ist seltsam, dass ausgerechnet Sie diesen Auftrag hatten. Und dann finden Sie auch noch diese tote Frau, Ihre Geliebte. Warum haben Sie nicht die Polizei verständigt? Sie wissen, womit Frau Paditz ihr Geld verdient hat. Also mit welchen Leuten sie zu tun hatte. Sie haben Ihre Familie wegen Carla Paditz verlassen. War diese Frau das wert? Sie war eine Nutte. Nehmt die nächste Maschine. Schon verstanden. Eigentlich müsste ich euch beide verhaften und der Staatsanwaltschaft übergeben. Ja, natürlich. Badran Şahin. Seine Rechnung ist nicht aufgegangen. Er wurde im Gefängnis ermordet. Hingerichtet. Das ist sicher nicht sein richtiger Name. Warum wollte Baran Şahin in ein türkisches Gefängnis? Er wurde wegen illegalem Waffenbesitz festgenommen. Er hätte nicht viel bekommen hier bei uns. Und warum sollte ausgerechnet ich ihn überführen? Ich weiß es nicht.
Ich brauche nochmal deine Hilfe. Du solltest nicht hierher kommen. Die haben mich nicht rausgeschmissen, die haben mich suspendiert. Carla Paditz. Es ist wichtig. Bitte. Weiß, Waffenhandel, Russland, Iran. Merkwürdig. Da hat jemand gründlich aufgeräumt. Carla Paditz. Kann nicht jeder. Also wir jedenfalls nicht. Aber vielleicht die vom BKA. Hättest du mir auch dein Rollkommando vorbeigeschickt. Zu dir wäre ich selber gekommen. Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Aber das Geschäft war einfach zu verlockend. Das verstehe ich. Nächste Woche. Hm? Mach's gut. Tschüss. Warum wollen Sie mich sehen? Sie wissen doch schon alles. Es ging um sehr viel Geld. Das glaube ich Ihnen nicht. Ein Leben lang ist man auf der richtigen Seite.
trifft man in einem Moment die falsche Entscheidung. Und plötzlich merkt man, dass man auf der anderen Seite ist. Und die Dinge nehmen ihren Lauf. Und es gibt eine Schlüsselverbindung nach Deutschland. Ich bin dran. Und gibt es irgendwelche Namen, die aufgetaucht sind? Nichts Konkretes. Das Geschäft wird über Istanbul abgewickelt. Jo. Ich werde mich persönlich darum kümmern, dass die Morde aufgeklärt werden. Das verspreche ich Ihnen. Alles klar, Kumpel? Ja, klar. Super. David macht nachts ins Bett. Dann schämt er sich. Echt? Das sind alle Petze. Wieso? Ist doch wahr. Das sieht super aus, wirklich. Komm, ich mach's. Yes. Kerzen ausblasen. Papa sagt David das. David, du musst jetzt die Kerzen ausblasen. Ich will noch Kuchen essen. Den haben wir extra heute Morgen gebacken. Super! Toll. Ich muss zu einem Wanderratten. Bringst du mich? Mach ich. Wir brauchen ein Messer. Ja, warte. Ich hol ein Messer. Ja. So, machst du das? Komm, stell dich hin, David. Und jetzt. Feste. Komm her. Wer ist das? Eine Kollegin. Gib David noch einen Kuss von mir. Ja. Tschüss. Ciao. Danke, dass Sie gekommen sind. Nehmen Sie meinen Sohn auch mit? Sascha, das ist Susanne Wahlberg vom Bundeskriminalamt. Angenehm. Anschnallen.
übernehmt die nächste Maschine. Schon verstanden. Eigentlich müsste ich euch beide verhaften und der Staatsanwaltschaft übergeben. Ja, natürlich. Badan Shahin. Seine Rechnung ist nicht aufgegangen. Er wurde im Gefängnis ermordet. Hingerichtet. Susanne Wahlberg ist es. Woher wollen Sie das wissen? Ich heiße Rainer. Rainer Simon, BKA, verdeckter Ermittler in Istanbul. Sie war die Einzige, die über alles informiert war. Sie macht das Waffengeschäft in Istanbul. Und sie war in Istanbul, als Carla umgebracht wurde. Ich nehme an, von diesem Assad. Das waren seine Leute, die mich heute Nacht verhört haben. Du warst auch in Istanbul. Er war bei Carla im Hotel. Hat er sie umgebracht? Ist möglich. Sie wissen, wer dieser Mann ist? Uns ist bekannt, dass er in Istanbul lebt und Kontakt hat zu russischen und iranischen Waffenhändlern. Hat Ihre Freundin Carla mit denen vielleicht auch zu tun? Wussten Sie eigentlich, wovor Sie sie retten wollten? Wer sagt Ihnen, dass ich sie retten wollte? Nein, das wollte ich nicht. Sonst hätte ich ihren Tod verhindert. Warum haben Sie sie verlassen, nachdem Sie so viel für sie aufgegeben haben? Ich habe gar nichts aufgegeben, was nicht längst schon zu Ende war. Das wissen Sie doch. Sie haben doch sicher meine Akte gelesen. Am besten, Sie gehen in Ihr altes Leben zurück und machen Urlaub mit Ihrer Familie. Inzwischen regelt sich das mit Ihrer Suspendierung. Meine Eltern haben sich auch getrennt, aber die Sehnsucht nach der Familie bleibt. Wie heißt der Mann auf diesem Foto? Jo weiß. Aber das ist sicher nicht sein richtiger Name. Warum wollte Baran Sahin in ein türkisches Gefängnis? Er wurde wegen illegalem Waffenbesitz festgenommen. Er hätte nicht viel bekommen hier bei uns. Und warum sollte ausgerechnet ich ihn überführen? Ich weiß es nicht. Ich brauche noch mal deine Hilfe. Du solltest nicht hierher kommen. Die haben mich nicht rausgeschmissen, die haben mich suspendiert. Es ist wichtig. Bitte. Frau Wahlberg? Wann werden die Leichen freigegeben? Morgen. Und hat jemand die Beerdigung organisiert? Nein. Musik.
Nicht sicher? Vor wem? Warum kümmerst du dich nicht um deine eigenen Geschäfte? Man hat meine Familie umgebracht. Also? Geh zu Rasim Kırdar. Der Tod ihrer Tochter tut mir leid. Warum meine Familie? Stellen die falschen Fragen, mein Freund. Was wusste diese Frau, mit der Sie verheiratet waren? Mit welchen Leuten hatte sie zu tun? Baranschein ist nicht der Schlüssel. Ein kleiner Verbrecher, der nur absahnen will. Jemand steht unter Druck. Jemand aus Deutschland? Vielleicht. Sagt Ihnen der Name Susanne Wahlberg etwas? Sie hat sich vor ein paar Tagen mit einigen ihrer Leute getroffen. Das waren nicht meine Leute. Sie hat sich mit Assad getroffen. Assad ist die neue Generation. Ihnen bedeutet Ehre nichts. Sie war am selben Tag hier, als Kala Palitz umgebracht wurde. Susanne Wahlberg ist vom BKA. Sie trauen ihr eine Menge zu. Assad ist gefährlich. Aber ich sage Ihnen, wo Sie ihn finden können. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass es Ihre Tochter war? Wo sind Sie überhaupt? In Istanbul. Sie haben uns Ihre Vergangenheit verschwiegen. Ihre Akten haben Lücken. Jo, Sie sind ein Risiko für uns. Ich habe mich eh schon sehr gewundert, dass ich den Job machen soll. Ich bin auch überprüft worden, aber nicht von Herder, sondern von Ihnen. Und die Lücken in meinen Akten? Naja, Sie haben halt sehr sauber gearbeitet, Susanne. Und was hätte ich davon? Ich bin gerade dabei, das rauszubekommen. Sie sind raus aus dem Job. Ich rate Ihnen, verschwinden Sie aus Istanbul. Wo sind denn die Sprengköpfe von dem Raketensystem, die verschwunden sind? Die sind doch von uns beschlagnahmt worden. Worauf wollen Sie hinaus? Die Ergebnisse bis morgen Mittag. Und? Wissen Sie jetzt alles? Ich weiß, dass ich in Gefahr bin. Wir haben ihn.
Ihr nehmt die nächste Maschine. Schon verstanden. Eigentlich müsst ihr euch beide verhaften und der Staatsanwaltschaft übergeben. Ja, natürlich. Badran Shahin. Seine Rechnung ist nicht aufgegangen. Er wurde im Gefängnis ermordet. Hingerichtet.